Hallo bei Musikmacher.de, Nikola hier von der NAMM-Show 2014. Wir sind beim Meinl Percussion. Diese Cajon-Serien gibt es zwar schon, aber nicht in diesen Finishes, denn die sind ganz neu. Der Toni wird sie uns zeigen. Jawohl, zwei Modelle mit neuem Finish. Einmal die Modern Snare Cajon. Die Modern Snare Cajon hat jetzt hier in diesem Modell eine Walnuss-Frontplatte, Walnut, ein Rubberwood Body. Und die Besonderheit der Snare Cajons allgemein ist, dass man den Snare-Teppich über dieses Stellrad auch komplett abklappen kann, wie bei einer Snare-Drum. Und dadurch hast du im Prinzip zwei Möglichkeiten, dieses Instrument zu spielen. Einmal mit Sizzle-Effekt und einmal komplett ohne. Der andere Neuzugang ist die Traditional String Cajon. Hier mit einer Figured Mahogany Frontplatte, also Mahagoniholz. Auch wieder ein Rubberwood Body. Und im Gegensatz zur Snare Cajon hat diese eben keine Snare-Spiralen, sondern diese traditionellen Strings, also diese Saiten verbaut. Und diese kann ich getrennt voneinander links und rechts über zwei Schrauben an der Unterseite auch einstellen. Die Stärke des Sizzle-Effekts, stabile Gummifüße, oben auch eine gummierte Sitzfläche. Und die gibt es dann auch im Set mit der passenden Tragetasche dazu. Ja, super, vielen Dank, Toni. Sehr schöne neue Modelle. Das soll von uns hier dranbleiben. Wir machen weiter mit weiteren News von der NAMM-Show 2014.